So, das war ein super Auto, hä? Wir kriegen von euch immer viele Briefe, dass wir Breakdance immer so toll ansagen, aber nie mitmachen. Jetzt haben Wuschel und ich uns entschieden, das endlich mal zu tun. Auf geht's, Wuschel. Guten Tag, liebe Zuschauer, wieder zum Breakdance. Heute wird es ein bisschen problematisch, denn wir brauchen einen sehr glatten Boden. Ne? Den wird nicht jeder zu Hause haben. Die Spins, die Kreisel. Ja, aber für die Teppichbodenbesitzer, denen bleibt zumindest mein gymnastischer Teil. Doch zuallererst wieder Professor Rosemeyer. Bis gleich. Wie wir gehört haben, besteht beim akrobatischen Breakdance eine gewisse Gefahr, sich zu verletzen oder zu überlassen. Robot-Dance und Elektrik-Boogie sind unproblematisch. Bei Bewegungen wie Moonwalk oder Smirk sehe ich keine Verletzungsgefahr. Auch bei diesen Übungen kann man natürlich in den Sprunggelenken umknicken oder sich die Handgelenke zerren. Das kann aber bei jeder anderen Gymnastik auch passieren und sollte uns keinesfalls davon abhalten, körperlich aktiv zu bleiben. Experten weisen immer wieder darauf hin, wie wichtig das Aufwärmen ist. Aufwärmen verbessert die sportliche Leistungsfähigkeit und enthält einen allgemeinen und einen speziellen Teil. In diesem werden die hohen Anforderungen an Beweglichkeit und Dehnungsfähigkeit beim Breakdance berücksichtigt. Geschmeidige Muskeln und Gelenke sind weniger verletzungsgefährdet. Deshalb halten sie ihren Körper warm durch entsprechende Kleidung und durch systematisches Aufwärmtraining. Falscher Ehrgeiz ist in allen Sportarten nicht angebracht und erhöht das Risiko, dass man sich wehtut.